Ja, moin moin meine lieben LS-Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Projekt auf der NF Matchmap. Mit dabei ist der liebe Manu. Moin moin. Der Paul. Moin. Ich, der Samu. Dann haben wir mit dabei den Gesi. Moin. Den Hardy. Moin. Und unseren Ausserfahrer. Servus. Und mich, der Olivier, als euer Lohnunternehmer. So, wir haben das so geplant auf dieser nordfriesischen Matchmap, dass einmal dieses Lohnunternehmen M&K hier am Start ist. Das besetzt Team West, wie man einmal an Samu und an Paul und an mich dann erkennen kann. Und so haben wir dann auch hier Team Ost besetzt. Das ist einmal Lohnunternehmen Austria. Und wir haben vor, auf dieser Map ein kleines Battle zu veranstalten. Wir werden das in Form von sämtlichen Let's Play-Reihen auf YouTube dann noch präsentieren. Wahrscheinlich in den Social-Media-Bereich dann auch noch. Das müssen wir dann später sehen, wie sich das entwickelt. Und auf jeden Fall haben wir uns als Zweier Lohnunternehmen im Landwirtschaftssimulator uns überlegt, hier die vorgegebenen Aufgaben zu erledigen, und ich würde sagen, das beste Team gewinnt. Wir werden anfangs mit einem gewissen Startkapital starten, was man gerade auch oben rechts bei mir in der Ecke erkennen kann. Dieses gewisse Startkapital steht jedem einzelnen Lohnunternehmen frei zur Verfügung. Dazu haben wir dann auch einen gewissen Fuhrpark, womit wir anfangs starten werden. Natürlich ist das gerechtfertigt. Das verteilt sich jetzt auf beiden Lohnunternehmen. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal die Map an. Wir besprechen alles Wichtige, worauf wir achten sollten, worauf wir Wert legen, und alles andere wird sich dann im Laufe des Let's Plays ergeben. Genau. Und bevor wir jetzt gleich rüberschlitzen, würde ich nochmal das Wort ergreifen. Und ja, vielleicht zur kleinen Hintergrundgeschichte, wie das Ganze jetzt begonnen hat. Und vielleicht kann man da kurz erwähnen, dass wir als LU Austria Agrar und das LU M&K uns auf der Gamescom getroffen haben und dort schon die ersten Worte miteinander gewechselt haben. Und ja, dann kam halt eins zum anderen, und dann hat man kurz miteinander gesprochen, hat noch ein paar Details schon mal so ein bisschen besprochen, und daraus ist halt dieses Projekt dann gereift, weil man hatte im Vorfeld dann schon kennengelernt, dass diese Karte neu rauskommen sollte, in Anlehnung an den LS19, dieser Multiplayer, das heißt mit diesen verschiedenen Teams, die es dann im 19er geben wird. Und dieser Multiplayer-Manager, der ja eigentlich dieses Format schon andeutet im 17er, war so gesehen für uns der Gedanke, okay, da könnte man ein bisschen was draus machen. Und ja, so ist es halt zu diesem Projekt gekommen zwischen den beiden LUs. Und ich freue mich auf jeden Fall auf diese Herausforderung, weil es ist jetzt das erste Mal, dass wir dieses Format testen. Und ich sage, wer weiß, vielleicht entwickelt sich für die Zukunft daraus noch was sehr Interessantes. Ja, hoffentlich. Also, ich denke, es wäre auf jeden Fall für alle eine Herausforderung, wenn ich das mal so in den Raum werfen darf. Das auf jeden Fall. Ja. Ja. Und ja. Ich würde sagen, wir nehmen die Zuschauer jetzt mit auf den ersten Hof, weil die sind ja identisch. Wir können ja vielleicht einmal kurz die Karte aufmachen. Genau. Dass wir den Zuschauern was zeigen. So. Oh. Entschuldigung. Bin ich jetzt auf die Füße getreten? Oh, alles gut. Ich habe Stahlkappenschuhe an. Achso, ja. Dann geht's ja. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt die Karte mal kurz geöffnet. Und man sieht, es sind ein mittlerer Bereich. Und es sind zwei Seitenbereiche getrennt durch eine Brücke, die man kaufen muss und die auch nur dann dementsprechend zu einer gewissen Uhrzeit geöffnet hat. Genau, wie man jetzt schon erkennen kann, wir haben jetzt beide hoffentlich die Karte geöffnet.
Ja. Es gibt ja, wie gesagt, drei verschiedene Bereiche. Einmal ist links Team West, in der Mitte ist halt der Shop, der Bereich des Lohnunternehmens und rechts ist halt Team Ost. Wie man halt unschwer erkennen kann, haben wir halt, wie gesagt, zwei Teams hier. Die werden sich dann in dem entsprechenden Bereich dann auch aufhalten und die Felder, was auch immer, bewirtschaften. Und wie gesagt, wer als erstes die vorgegebenen Aufgaben erledigt oder eben halt erreicht hat, gewinnt dann letztendlich dieses kleine Projekt bzw. dieses Battle. Und ja, was sich dann halt im Laufe des Let's Plays hier dann noch entwickelt, wer halt als erstes irgendwelche Rohstoffe bzw. Getreidesorten oder was auch immer eben halt zu 100% füllt. Das wird man dann eben halt sehen und wie gesagt, das beste Lohnunternehmen gewinnt dann halt letztendlich dieses Projekt. Ich würde sagen, wir können dann soweit schon mal, wir haben im Vorfeld ja miteinander abgesprochen, dass wir auf die westliche Seite eben halt einmal rüberlaufen und uns halt alles Wichtige eben anschauen. Wie gesagt, falls für die Leute jetzt nicht, die jetzt gerade auf der Karte schauen, die denken sicherlich auf den ersten Blick, das sind ja zwei unterschiedliche Seiten. Nein, falsch gedacht. Ich musste erst anfangs auch genau schauen, aber wenn man genau hinschaut, sind beide Seiten einmal, steht halt so gesehen auf dem Kopf. Man müsste die eine Seite eben halt zu 180 Grad drehen, dann sieht es halt genauso aus wie auf der anderen Seite. Also dieser Mapper hat sich schon einiges dabei gedacht, dass es eben halt genauso fair den anderen gegenüber ist, dass halt alles halt genau so aussieht, auf beiden Seiten logischerweise, damit halt beide Teams die entsprechenden gleichen Voraussetzungen eben halt auf dem entsprechenden Bereich haben. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt einfach sagen, wir laufen jetzt einfach mal Richtung Getreide AG und würden dann über die Brücke halt auf die westliche Seite eben halt einmal rüberlaufen. Und wenn wir dann bei der Brücke sind, für diejenigen, die halt die Karte im Vorfeld schon irgendwie angezockt haben oder eben halt bespielen, wissen ja sicherlich, welche Funktionen auf dieser Map verbaut sind. Und da würde ich sagen, lass uns jetzt einfach mal rüberlaufen, alle im Gänsemarsch hinterher und alles andere sehen wir dann. Genau. Okay, Leute? Das ist ein bisschen lang dauert. Ja, ich meine, lass uns einfach loslaufen. Ich meine, wenn wir jetzt nicht loslaufen, dann sind wir Weihnachten nicht da. Richtig. Ja, wo geht's denn eigentlich lang? Ja, immer der Nase. Genau. Laufen wir alle vor und dann. Ja, wollen wir vielleicht an der Kreuzung dann gleich nochmal einmal rechts abbiegen, dass wir den Matchbereich noch kurz erklären? Genau, dann können wir das gleich einmal sehen. Da wir ja kein Auto zur Verfügung haben, müssen wir alle leider wohl oder übel laufen. Genau, das Auto steht noch sicher auf dem Hof. Ja. Wenn da nichts passiert. Mit dem Auto würden wir ja eh nicht hierher kommen. Richtig, aber das kommt später dazu. Wo seid ihr denn alle? Im Gänsemarsch. Immer der Nase nah. Ich bin gleich schon aufs Hof. Quer durch den Wald. Ja, quer durch den Wald, genau. Ach ja, vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, dass die Wälder und auch die Fabriken mit Kollisionen, unsichtbaren Kollisionen geschützt sind, dass man also dementsprechend auch nicht irgendwie tricksen kann. Achso, das ist gut im Vorfeld. Ja, genau. Kurze Info, jedes Team hat auf dem Matchbereich Fahnen stehen. Team West hat, glaube ich, grüne. Genau. Und gerade sind. Genau, das ist nämlich der Team West-Bereich. Da müsst ihr nämlich aufpassen, wenn das gegnerische Team jetzt hier was abkippen sollte, dann ist, sag ich mal, das verloren. Das heißt, ihr müsst immer gucken, jedes Team hat eine Seite von dem Match-Bereich. Das heißt, Team West und Team Ost haben getrennte Bereiche. Und ihr müsst natürlich in eurem eigenen Bereich abliefern. Ja, das klingt ja sowas von logisch. Ich meine, wer letztendlich, sag ich jetzt mal, uns was schenken sollte, ich meine, da haben wir ja nichts gegen, ne? Ich meine, genau. Solange eben halt nicht Leute von uns jetzt in der gegnerischen Hälfte abkippen, ich meine, darauf muss man halt selber achten, ne? Ja, also ich sag mal so, wir nehmen gerne Spenden an. Ja, also, kein Problem. Wie gesagt, hier in der Mitte habt ihr 8 Getreidesorten. Ja. Das heißt, hier gibt es auch eine Anzeige und natürlich auch, welches Getreide es ist und eine Anzahl an Litern, wie viel da rein müssen, um diesen Punkt für euch zu gewinnen. Aha.
Also, okay. Das ist das Ziel dann. Genau. Und wenn ein Team ein Bereich, eine Challenge von diesen 15, die es gibt, geschafft hat, wird beim gegnerischen Team auf der anderen Seite dieser Bereich geschlossen. Ah, okay, also das wusste ich jetzt im Vorfeld auch nicht. Das ist gut zu wissen. Das vielleicht schon mal so als kleiner Hinweis. Das heißt, wenn ihr dann schon was reingekippt habt, ist dieses Material, Getreide, wie auch immer, was ihr halt dann abliefern müsst, für euch verloren. Ja. Kriegen wir da kein Geld dafür, oder? Nein. Das heißt, alles, was ihr hier reingebt, ist halt nur für die Challenge. Aha. Und was ist mit Malzbier? Malzbier? Gibt's nicht. Kannst du dir brauen? Gibt's normales Bier. Genau. Auch gut. Wenn ihr jetzt hier durchgezählt habt, dann seht ihr da nur 8 Aufgaben. Genau. Ja. Hier an der Seite sind nochmal welche. Genau, das heißt, die Hallen, das sind jeweils 4, das heißt, 2 Hallen haben wir. Also 2 Seiten von, insgesamt 8. Dann haben wir einmal auf der anderen Seite Tiere, die ihr anliefern müsstet. Wo seid ihr jetzt? Andere Seite? Ist egal. Na, hier, dann machen wir erstmal Stroh. Das heißt, ihr habt einmal Stroh und Silage. Das sind wieder 2 Aufgaben. Mhm. Und auf der gegenüberliegenden Seite sind dann nochmal Tiere. Ach, Tiere muss man auch noch abgeben. Ja. Nee, doch. Und? Ja, mit Tiere. Dann gibt's noch hier vor dem Bereich, direkt an der Einfahrt, kannst du nämlich links und rechts abbiegen. Alter, das ist ein Streich mit so. Da seht ihr nämlich hier, wenn ihr ganz hinten rüber guckt, links und rechts auch nochmal 2 Silos. So Hochsilos. Ja. Da gibt es nämlich dann zum Abliefern einmal Saatgut und einmal Dünger. Und einmal Dünger, den ihr herstellen könnt und abliefern könnt als Challenge. Aber nicht wundern, es steht bei beiden Dünger dran. Ja. Das haben wir schon festgestellt. Das heißt, hier sieht man es unten an der Füllung. Hier ist dieses Orangene, das ist Saatgut. Ach so, okay. Steht zwar Dünger dran, ist aber Saatgut. Gut, okay. So, das heißt, das Match ist in dem Fall gewonnen, wer als erstes 8 Aufgaben für sich, für sein Team entscheiden konnte. Also ich meine, rein logisch ist es ja, ein Team kann ja dann nicht mehr aufholen, wenn ein Team 5 Aufgaben erledigt hat. Doch, können Sie da sicher? Ja, sicher. Ja, aber gut, wenn jetzt, sag ich jetzt mal, mehrere Aufgaben erledigt worden sind und wie gesagt, das wurde ja gerade eben schon angesprochen, dass wenn man eine Aufgabe schon erledigt hat, dann wird für die gegnerische Hälfte eben halt genau die gleiche Aufgabe eben halt gesperrt, sodass er das ist richtig. Nicht mehr nachziehen kann. Aber wie gesagt, wenn man da, ja gut, wie gesagt. Eigentlich bis zu 8, ich dachte immer so, dass das Spiel oder dass das System das so geregelt hat, wenn man 5 eben halt für sich entscheidet, kann man ja logischerweise für die gegnerische Hälfte, die kann ja eigentlich nicht mehr aufholen. Dann ist so gesehen dann schon klar entschieden, wer dieses gesamte eben halt gewinnt. Aber gut, wir können das bis zu 8 Aufgaben eben halt durchlaufen lassen und dann... Genau. Ich meine, wenn es letztendlich so ist, dass ein Team eben halt eine Sache hat und dann ziehen halt im Laufe der Let's Plays eben halt die gegnerische Hälfte eben halt mit 7 weiteren, ist das klar, dass das andere Team das halt nicht mehr auffüllen kann. Also wie gesagt, je nach Strategie, der eine fängt mit dem an, der andere mit dem. Wie gesagt, das ist ja halt dieser Spaßfaktor da dran. Und ich denke mal, als das sollten wir das auch wirklich sehen, das ist wirklich just for fun. Ja. Mal dieses Format auszuprobieren, wie es im 19er kommt. Das ist ja eigentlich der Reiz da dran. Diesen Multiplayer. Und wie gesagt, das ist für uns, ist es halt eine Herausforderung, einfach mal jetzt diesen Gegeneinander-Modus zu spielen. Und das halt gegen ein anderes Team. Und ich bin gespannt, muss ich ehrlich sagen, was für witzige Sachen da rauskommen und passieren.
Denke ich auch mal. Also ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Vor allem, wie wir denn unter uns, sage ich jetzt mal, also ich mit Team LUM und Co. und ihr halt unter euch, denn eben halt ein paar getrennten Channister seid und dann halt wichtige private Sachen, die ihr halt die gegnerische Hälfte nicht mitbekommen sollte, eben halt besprechen. Weil ich meine, das ist ja logisch, wenn wir halt was für uns besprechen, dass ihr das dementsprechend nicht mithört, um halt, wenn wir was planen, wir gehen jetzt so und so fort, ne? Ich meine, das sollte genau schon klar sein, dass eben halt ihr das nicht mitbekommt, aber letztendlich, soweit wir denn nichts mehr Privates miteinander zu sprechen haben, dann befinden wir uns alle soweit immer in einem und denselben Channel und so, dass wir eben halt gemeinsam schon heraussticheln können, na, wer ist wohl weiter und hier und da, ne? Aber wie gesagt, das wird sich alles im Laufe des Let's Plays ergeben. Genau. Und ja, um das Ganze jetzt dann noch ein bisschen abzukürzen, würde ich sagen, wir springen einmal kurz rüber zum Hof, dass wir den noch einmal kurz zeigen können. Deswegen, genau. Ja. Da gehen wir auch auf die westliche Seite, okay? Jo, das können wir gerne machen. Oder wo gehen wir da hin? Ja, wir müssen auf eure beste Seite. Ja, genau. Haupthof West besuchen. So, da sind wir schon. Genau. Ja. So. Das heißt, hier habt ihr natürlich euren Fuhrpark stehen. Genau, den haben wir einmal hier, hier in der Halle stehen. Dann könnt ihr einmal mitlaufen. Dann können auch gleich die Zuschauer sehen, um was für spektakuläre Fahrzeuge es sich überhaupt handelt. Ja, ich meine, wir sind gut ausgestattet. Ich meine, ja, gut, ihr als Team Austria habt natürlich die gleichen Maschinen zur Verfügung. Exakt, das ist ja identisch, genau. Das ist ja völlig klar. Und ja, damit werden wir dann anfangs eben halt starten. Je nachdem, wie wir halt wirtschaften oder wie ihr auch wirtschaftet, kann man sich halt anfangs dann überlegen, die oder eben halt den Startfuhrpark nach und nach zu verkaufen. Aber wie gesagt, das ist halt jedem selbst überlassen. Wichtig ist halt nur, dass ja, die Teams ja jeweils die Aufgaben da erledigt und ja. Genau. Und vielleicht noch ganz interessant zu wissen, ich muss jetzt mal eben gerade selber schauen. Es gibt hier nämlich am Hof ein schönes Regal. Genau, das habe ich auch. Ob ich das schon jetzt finde. Genau, hier ist es nämlich. Und für jede erfolgreiche Aufgabe steht da eine goldene Kuh. Alles cool. Nice. Ah, da. Ja. Genau. Hier in dem Regal steht dann für jede gewonnene Aufgabe eine Kuh. Ich nehme 2. Ich nehme 8. Aber bitte zum Mitnehmen. Ja, genau. Was zum Mitnehmen ist, weiß man nicht. Ja, gut, was gibt's eigentlich noch so Wichtiges hier zu besprechen? Ich habe gerade auch schon gesehen, wir haben hier auch den Rindermast, wie man hier unschwer erkennen kann. Wenn man hier hinläuft, dann sieht man auch, was für Rohstoffe das benötigt. Ich meine, für die Leute, die halt Rindermast im Landwirtschaftssimulator schon eben halt bewirtschaften, wissen, was für Rohstoffe halt hier benötigt werden. Natürlich muss man auch zusehen, dass man eben halt die benötigten Rohstoffe auch erstmal herstellt und beziehungsweise eben halt anbaut und wir werden das anfangs so machen, dass ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt die ganzen Sachen nicht auswendig, was man eben halt jetzt alles für Tiere da halt für die Aufgabe benötigt. Kann ja auch sein, dass da auch ich weiß nicht, sind da die Tiere Rinder auch vorhanden, dass man auch Rinder da abladen muss oder Nee, ich glaube, ich müsste nochmal nachgucken nachher, aber es sind Schafe, Kühe. Achso, die Standardtiere eben halt. Genau, die Standardtiere. Okay. Ja, wie gesagt, dann ist halt ein selbst überlassen. Ich meine, gut, ich weiß nicht, ob man jetzt Gülle oder Mist abladen muss. Ich glaube wohl eher nicht. Das habe ich jetzt so gerade nicht gesehen. Aber letztendlich ist ein, glaube ich, das selbst überlassen, ob man eben halt drin dann nebenbei betreibt oder eben halt nicht. Wenn halt dieses nicht erforderlich ist, braucht man das gegebenenfalls auch nicht bewirtschaften. Dann genau. Sieht man einmal auch hier den ganz großen. Na, warte. Gerade irgendwo fest. So. Dann sieht man auch einmal hier dieses Getreidelager hier. Da kann man eben halt, wie halt standardmäßig auch in diesen Silos eben halt Getreide einlagern. Das sollte für jeden klar und erdenklich sein. Und Saatgut, Düngerproduktion gibt es hier noch. Dann gibt es hier diverse Unterstände noch mit den Anbaugeräten, die wir eben halt standardmäßig zur Verfügung hier haben. Und genau, also wie gesagt, das meiste hast du hier wirklich am Hof. Deswegen. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall interessant. Das heißt, jeder startet mit den gleichen Voraussetzungen. Und um das Ganze jetzt nicht allzu in die Länge zu ziehen, würde ich sagen,
Mögen die Spiele beginnen? Deswegen, ich würde nochmal sagen, dass wir uns irgendwo am vorne am Eingang nochmal in eine Reihe aufstellen, so wie eben, so wie wir eben halt gestartet sind. Und dann würden wir auch schon zum Ende dieses Videos kommen. Genau, damit wäre dann unser kleines Infovideo für euch fertig. Und das heißt, die nächsten Folgen wären dann schon die Let's Play-Folgen, die natürlich auf beiden Kanälen erscheinen. Best Team West und Team Ost, sprich Lohnunternehmen Austria Agrar und Lohnunternehmen M&Co. Auf den beiden Kanälen werdet ihr dann die Videos finden. Genau, wir werden das dann noch eben absprechen nach dieser Aufnahme, wann wir zu welcher Uhrzeit auf beiden Kanälen eben halt die Let's Plays veröffentlichen. Das müssen wir im Vorfeld noch miteinander absprechen. Dann werden wir das ja auch so machen, dass logischerweise auf beiden Kanälen die gleichen Folgen zu gleicher Uhrzeit erscheinen. Letztendlich ist es ja so, man kann ja auch die gegnerische Hälfte kann auf deren YouTube-Kanal gucken, wie sie was privat auch miteinander besprochen haben. Ich meine, ein klein bisschen kann man da auch spionieren, aber das geht insoweit auch nicht allzu viel, weil wir halt mehrere Aufnahmen an einen Tag aufnehmen werden und das dem halt getrennt im Laufe der Wochen eben halt auch auf YouTube eben halt hochladen und veröffentlichen. Ich denke mal, um das auch ein bisschen spannend zu halten, werden wir dann jeden zweiten Tag bzw. jeden dritten Tag eine Folge, sei es um 18 Uhr, eben halt veröffentlichen und dass eben halt das so spannend wie möglich bleibt und wie gesagt, dass die Spionage da nicht allzu groß ist, weil letztendlich kann man das keinen verbieten, eben halt bei der gegnerischen Hälfte in deren Videos zu schauen, wie sie was machen, um vielleicht die Taktik, wie sie da das anwenden, eben halt ein bisschen abzugucken oder je nachdem. Ich meine, das bleibt jedem selbst überlassen, das können wir keinem verbieten, dass man das nicht machen darf. Und ja, ich würde sagen, dann soll es das gewesen sein hiermit, mit diesem Infovideo. Ich bedanke mich recht herzlich für das Angebot, was damals auch hier Team Austria. Wie gesagt, am Anfang des Videos haben wir das besprochen, dass wir das eben halt anfänglich auf der Gamescom 2018 eben halt besprochen haben, dass wir da zueinander gefunden haben. Und das freut mich als Chef des Lohnunternehmens M&Co. Umso viel mehr, dass eben halt dieses Projekt dadurch entstanden ist. Und wie gesagt, dadurch bedanke ich mich recht herzlich bei Team Austria und ich freue mich einfach auf eine gemeinsame Zukunft mit euch und bin dann echt gespannt, wie sich dieses Let's Plays im Laufe der Zeit entwickelt. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein für das Infovideo. Ihr könnt gerne mal bei Team Austria vorbeischauen. Den Link zum Kanal werde ich definitiv in der Videobeschreibung verlinken. Vielleicht auch oben rechts im Video. Das muss ich zu gegebener Zeit eben schauen, wie sich das einrichten lässt. Und falls ihr dieses oder falls ihr eben halt Bock auf dieses Projekt habt, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Selbstverständlich auf beiden Kanälen. Verfolgt bitte auf beiden Kanälen, wie Team Austria die Taktik anwendet und eben halt Team LUM Co. Und ich bin einfach sehr gespannt darauf, wie halt auch die Zuschauer darauf reagieren, ob sie dementsprechend dann auch Lust auf dieses Projekt haben. Wie gesagt, da könnt ihr eure Geschichten, Meinungen, Kritik dazu auch in den Videobereich, eben halt in den Kommentarbereich schreiben. Schreibt wirklich eure Meinung dazu, was ihr davon haltet. Im Laufe des Let's Plays könnt ihr gerne erzählen, was wir verbessern sollten. Vielleicht dann auch ein paar kleine Tipps uns geben, die halt das Team oder eben halt das andere Team nicht wissen. Oder eben halt, das wird sich alles im Laufe des Let's Plays dann ergeben. Und ich würde sagen, das letzte Wort hat dann noch der Chef des Lohnunternehmens Austrias. Und dann würde ich sagen, dass das Infovideo somit für beendet ist. Ja, wunderbar. Dann werde ich auch noch einmal kurz die Chance nutzen, mich natürlich auch noch mal im gesamten Team bedanken, dass dieses hervorragende Projekt zustande gekommen ist. Und ja, wir freuen uns natürlich auf jeden Fall sehr, sehr stark auf dieses Projekt, weil das, wie gesagt, für uns das erste Mal ist, dass wir so ein Projekt gestartet haben. Ich kann mich nur
dem Manuel anschließen, dass wir gespannt sind, wie das Projekt bei euch ankommt. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ja, auch von unserer Seite werden wir natürlich den Kanal von Lohnunternehmen M & Co. mit verlinken. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch abschließend zu sagen, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt zu diesem Video. Mögen die Spiele beginnen, möge der Bessere gewinnen, soll der Spaß im Vordergrund stehen. Und wie sagen wir immer so schön, wir sind raus. Ja. Dann würde ich sagen, schalt auch beim nächsten Mal ein, wenn das Projekt dann wirklich startet. Und wir würden dann tschüss und bis zum nächsten Mal sagen. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.